Hallihallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht es schon, wir spielen heute ein ganz, ganz neues Spiel und zwar The Bus in Berlin, der Stadtbus-Simulator von Team 11 Studios. Das Ganze, das kommt erst am 25. März, das heißt kommenden Donnerstag raus, ist auch nur ein Early-Access-Spiel in einer Early-Access-Phase. Das heißt, es kann noch zu Fehlern kommen, die man dann doch bitte dem Spieleentwicklerstudio Team 11 Studios melden soll, um diese schnellstmöglich zu beheben, aber es ist trotzdem schon da und es ist mega, mega cool. Und ich darf das Ganze heute schon für euch präsentieren und auch die kommenden Tage. Ihr seht schon, gerade ist das Wetter am Regnen. Wir haben dynamisches Wetter an. Das heißt, es wird hoffentlich bald auch wieder auf Sonne umswitchen. Und wir werden aber die Tage mal, morgen, übermorgen, wann auch immer, sicherlich auch das Ganze mal bei Nebel, Schnee und Sturm und was auch immer ausprobieren. Ich bin sehr gespannt, was da alles noch auf uns zukommen wird. Ich meine, in dem Spiel gibt es da sogar einen Multiplayer. Es ist unglaublich cool. Die Facecam sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Das ist nicht so mein Daily Business, mit Lenkrad aufzunehmen und so. Aber wenn es euch gefällt, unbedingt einen Daumen nach oben da lassen. 70 Likes, wenn wir das schaffen, mega geil. So, den Bus, den kennen wir mittlerweile schon. Das habt ihr bestimmt schon aus einem oder anderen Videos gesehen. Scania und wir gehen einfach mal rein. Soundeffekte sind mega, mega cool gemacht. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Wir schließen die Türe. Müssen wir mal gucken, was ich hier für coole Settings habe, aber scheinbar funktioniert alles. Jetzt machen wir den Bus mal an und schon gehen auch die Scheibenwischer an. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt können wir hier durch verschiedene Positionen natürlich durchswitchen. Hier können wir jetzt erstmal, muss ich mal kurz auf die Bremse donnern, den Gang direkt einlegen. Turn the lights on. Können wir 1 und 2 anschalten, dann sehen wir, wie das angeht. Super schön gemacht. So, dann machen wir noch die Linie an. Wir fahren nämlich heute vom Alexanderplatz zum Flughafen Berlin-Tegel, Linie TXL. Wir werden heute Positives sowie Negatives ankreiden. Ich weiß nicht, wollen die einsteigen? Ja. Also die Sounds im Bus, auch das Runtergehen und so, finde ich super. Die Sounds beim Fahren, muss ich sagen, gibt es noch ein paar Mängel tatsächlich. Aber da werden wir gleich drauf eingehen. Wir können jetzt hier noch unsere Fahrnummer eintippseln, das ist auch ganz cool. Feststellbremse lösen und wir fahren einfach mal los und gucken einfach mal, wie wir zurechtkommen hier in Berlin City. So, noch ist der Regen da. Ich bin gespannt, ob er bald nachlässt. Man sieht, wir haben ganz, ganz oft Busspuren. Und das hat natürlich auch einen gewissen Vorteil, muss man sagen. Hier in Berlin ist nämlich echt viel los, das haben sie echt gut gemacht. Das schon teilweise kommt natürlich immer auf die Uhrzeit drauf an und ja, durchaus auch aufs Wetter, lol. Läuft erstmal vor mir über die Straße. Aber es gibt schon teilweise echt sehr viel Verkehr. Hier haben wir gerade auch übrigens eine Ansage gehört. Und ja, manchmal wird man einfach teilweise von Leuten nicht reingelassen. Vielleicht sehen wir das auch heute im Video. Man muss sich tatsächlich so wie ein Busfahrer einfach mal vordrängeln. Das ist schon sehr spannend und interessant, muss ich sagen. So, vorne kommen wir jetzt zu unserer ersten Haltestelle. Zumindest die erste, an der wir hier in diesem Video halten. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es hat keiner gedrückt für hinten. Man hat drei Türen bei diesem Bus. Die eine ist, glaube ich, aber nur für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer und so, ich weiß nicht. Hinten sehen wir, haben wir dann auch eine Kamera, aber tatsächlich kein Signalton gerade. Das heißt, es hat keiner gedrückt, der hier raus möchte. Aber die Wettereffekte sind cool, also man hört den Donner richtig klar, richtig gut. Es ist einfach absolut krank bedeckt, muss man sagen. Also es ist in der Hinsicht echt cool. Mal gucken, ob wir jetzt unseren ersten Fahrschein verkaufen müssen. Hinten müssen wir auf jeden Fall nicht aufmachen, will keiner raus. Fahrschein, nö, brauchen wir auch noch nicht. Die fahren einfach alle schwarz. Also Baustellen sind natürlich auch hier vorhanden auf der linken Seite, wie man sieht. Und wir gucken mal, hinten will einer aussteigen, ob wir vorne auch einen Fahrschein verkaufen müssen, aber wir haben es hinten gesehen und tatsächlich, also hinten hat man es gesehen, Tür geht wunderbar auf, sieht man auch schön. Jetzt müssen wir vorne einen Fahrschein verkaufen, man sieht die Einzelfahrt AB, das heißt Einzelfahrt AB,
Ganze ausdrucken, 3 Euro, er gibt mir 4, das heißt 1 Euro kriegt er zurück, einwandfrei. So funktioniert das, super, super cool gemacht und simpel auch, dass es echt wirklich jeder machen kann. Und es funktioniert klasse und macht Spaß, muss ich sagen. Die Navigation ist manchmal noch ein bisschen, ja, ne, fehlerhaft, bei mir zumindest. Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt nicht wüsste, wo ich hin muss, ich bin die Strecke schon ein, zwei Mal gefahren, dann wüsste ich jetzt gerade nicht, dass ich hier nach rechts muss. Manchmal geht er einfach aus, ich weiß nicht warum, muss ich ganz ehrlich gestehen. Keine Ahnung warum, es ist ziemlich, ziemlich komisch. So haben wir jetzt einen Gelenkbus, ist teilweise echt schwierig, um manche Kurven rumzukommen. Muss man schon ein guter Fahrer für sein. Aber auch gerade diese Herausforderung, ich meine, das ist ja auch nicht unrealistisch zu sagen, hey, wir sind in Berlin, enge Straßen mal, Baustellen mal, was weiß ich was. Dann mit so einem Gelenkbus hier durch die Gegend zu brausen, das ist interessant manchmal echt. Also ich habe da schon die ein oder andere crazy Erfahrung gemacht, muss ich sagen. Was für eine Erfahrung wir jetzt hier gemeinsam gemacht haben, ist, dass das Wetter jetzt von Regen auf Sonne umgeswitcht hat. Das heißt, man sieht hier aber noch die Reflexionen und das Wasser auf der Straße, auf dem Boden. Beim Bus fährt er mal weiter. Wir haben jetzt Sonnenschein. Also es ist total cool, dass auch das hier als Feature mit drin ist. Einige Sachen sind echt löblich, muss man sagen. Und auch die Straßenverhältnisse. Also ich will das Spiel ja jetzt nicht in den Himmel loben. Es gibt auch einige Defizite noch, weil es ja auch nur ein Early Access ist. Aber die Straßenverhältnisse zum Beispiel in dieser engeren Straße, man sieht, dass die so zusammengeflickt ist und da mal ein Loch und da mal ein Riss oder auch ein Gullideckel oder so. Als Force Feedback, wenn man ein Lenkrad hat oder einen Controller oder so, es funktioniert richtig gut. Also du spürst es wie im echten Auto oder im Bus, bin ich halt selber noch nie gefahren, aber im Auto ist es ja auch so ähnlich, dass, also du spürst es einfach und das spürt man auch hier im Bus einfach und das ist echt cool. Also es ist schon echt nice gemacht. Dann teilweise auch hier so enge Haltestellen, die dann direkt nach Parklücken folgen, auch sehr interessant. Ist halt Berlin, ne? Im Maßstab 1:1 dargestellt. Ja. Kommt man vor die ein oder andere Herausforderung, sicherlich. Aber dieses Türen auf, Türen zu Geräusch, ich liebe es einfach. Ich habe das schon in Omsi so gefeiert, aber hier ist es auch echt richtig geil. Also das Absenken, das Losfahren, also es ist schon, macht schon echt Spaß. So, jetzt fahren wir auch noch mit Straßenbahn hier rum. Das ist natürlich auch sehr interessant. Wobei ich noch nie eine Straßenbahn gesehen habe. Also die Schienen sind da. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob es die Bahnen auch gibt. Kann ich euch gar nicht so genau sagen, muss ich sagen. Cool. Was zum Beispiel eher schade ist, was ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das ist. Ist das in Omsi so? Kann sein. Dass die Leute quasi hinten an der Haltestelle stehen. Und wenn ich angefahren komme, dann laufen die nicht vor zur Haltestelle, weil die mich jetzt sehen. So, oh, das ist mein Bus, da muss ich hin. Sondern die bleiben hinten stehen. Da fände ich es noch cool, wenn man so eine Art einbauen würde, dass teilweise Leute hinten stehen bleiben, weil die mit einem anderen Bus fahren. Teilweise die Leute eben vorgehen, die mit deinem Bus fahren oder so. Das wäre ganz cool. Ich meine, das ist im Multiplayer vielleicht auch noch was anderes, weil da kann man ja auch als Fahrgast agieren, rein theoretisch. Weiß zwar nicht, wer das macht, aber kann man machen. Vielleicht mache ich es auch mal, who knows. Fahre ich bei Jan oder so mit. aber es ist halt Alter, kurz geruckelt. Es ist halt noch ein nice to have. Teilweise echt engen Busspuren hier. Oh, hier ist eine Haltestelle. Ganz vercheckt. Mal sehen, ob die jetzt von da hinten angetackelt kommen. Aber sieht so aus, ja. Ja, ist noch gelb. Junge, wie wieder rumschüren, Hilfe. Beschleunigung ist schon da. Also bis 50 gibt das schon ordentlich Stoff. Das ist schon interessant. Es gibt sogar eine Funktion.
Müsste ich mal ausprobieren, habe ich noch nie ausprobiert, dass es eine Notbremse gibt. Also da wird er wahrscheinlich extrem stark oder so bremsen. Ich weiß es nicht. Müsste ich echt mal ausprobieren. Falls ihr allgemein irgendwie Sachen habt, wo ihr sagt so, hey Mike, du hast das Spiel schon, probier mal das und das aus oder zeig mal das und das, dann unbedingt in die Kommentare damit und ich probiere das dann umzusetzen. So, das mit der Notbremse probieren wir jetzt mal aus. Wir geben jetzt mal Stoff. Notbremse soll irgendwie sein, zweimal auf Bremse drücken. Also einmal so antippeln wahrscheinlich und dann voll reinrühren. U-Bahnhof Turmstraße. Bin mal gespannt. Also gerade Strecke, scheiß drauf, wir bremsen jetzt einfach mal ab. Boah, Junge. Also Sound hat man auf jeden Fall gehört. Force Feedback hat man auf jeden Fall auch gehört. Hinter mir ist wahrscheinlich einer in mich reingekracht, aber es ist sehr schnell zum Stehen gekommen, der Bus. Muss man schon sagen. So, diese Straße ist aus der anderen Richtung richtig hässlich zu befahren mit dem Gelenkbus. Aus der Richtung geht's voll fit, aber wenn wir dann die nächsten Tage mal Tegeln zum Alexanderplatz machen, das wird lustig. Bei der Stelle halt zumindest. Oh nein, Scheibenwischer gehen wieder an. Der Regensensor erkennt Regen, Hilfe, ey. Es fängt tatsächlich wieder an zu regnen. Was für ein Schmuddelwetter in Berlin City, ey. Was mir so ein bisschen fehlt, ich weiß natürlich nicht, es kann sein, dass es das in Berlin in echt auch nicht gibt. Und es vielleicht sogar, wir fahren ja, wir können ja nur die TXL-Linie fahren. Es gibt ja aktuell noch keine andere Linie im Early Access. Noch nicht. Vielleicht gibt es das ja auf anderen Linien. Aber es gibt keine extra Busampel. Also zum Beispiel hier. Ich muss auf die linke Spur wechseln. Stehe aber auf der rechten und auf der extra Busspur und habe die gleiche Ampel wie der links neben mir, die Autos. Also wenn die mich nicht reinlassen, dann komme ich ja nicht rüber. Hat man ja gerade hier gesehen. Er ist einfach losgedüst. Ich weiß nicht, ob es in echt auch nicht so ist. Kann sein, dass es in echt auch keine Busampel gibt. Aber wenn es da so eine extra Busampel geben würde, die mich dann erst vorlässt und dann ihn, das wäre natürlich Bombe. So, hinten hat wieder einer gedrückt, das heißt, wir lassen ihn wieder raus. Die sprinten auch immer in die Tür rein, das finde ich auch ziemlich lustig. Oh, hier steht einer. 24 Stunden. Was hast du denn vor? Dann machen wir AB 24 Stunden und dann kriegst du 1,20 zurück. So, zeitplantechnisch sind wir mega unterwegs, aber hier rechts jetzt rumzukommen, ist, um ehrlich zu sein, gar nicht so einfach. Aber es hat funktioniert. So, für eine Busspur wieder relativ sportlich. Aber das kriegen wir schon alles hin. Notfalls einfach ein bisschen auf die Spur links von mir fahren. Muss ich jetzt eh rüber. So, diese Stelle haben wir schon vor einigen Monaten gesehen, als ich mal bei TML Studios zu Gast im Studio war. Hier mit dem Aldi und den Schrebergärten und so, da haben wir damals drüber gesprochen, dass natürlich an alles gedacht wird, alles originalgetreu nachgebaut wird. Könnt ihr gerne mal beim Video rechts oben bei mir vorbeischauen, falls ich es nicht vergesse zu verlinken. Lol. So, 30 wird unten angezeigt, die Ampel schaltet auf grün. Hinten sehen wir schon den Tower und wir fahren jetzt hier schnell nochmal, ja, under the bridge. Fahren wir mal kurz durch. 30 sind hier, ja, und er fährt 26, willst du mich verarschen? Die Hupe finde ich ein bisschen scheiße in dem Game. Muss man sagen. Klingt komisch. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Wir sind angekommen, auch wenn die hier alle rumkriechen. Natürlich wird hier gedrückt für die Haltestelle. Ist ja logisch. Endhaltestelle, Flughafen Tegel. Und jetzt sind wir natürlich unpraktisch auf der linken Spur. Das habe ich jetzt nicht ganz so clever gemacht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber da schüren wir jetzt einfach ein bisschen aufs Gas und ziehen rechts rüber. So, und dann fahren wir hier raus zu unserer Endhaltestelle. Alle bitte einmal aussteigen. Wunderbar. Man kann hier natürlich auch alles Mögliche nachschauen. Kameras hier am Start.
Spiegel am Start, hochmoderne Bus, ist klar. Und fahrplantechnisch sind wir auch hochmodern unterwegs, denn wir sind sehr, sehr pünktlich angekommen. Und ja, mit diesem sehr, sehr pünktlichen Video möchte ich mich jetzt verabschieden von der ersten Folge. Wie gesagt, die nächsten Tage wird es nochmal eine Rückfahrt bei noch krasseren Wetterbedingungen geben. Und ja, so wird es weitergehen mit coolen Videos von The Bus. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.